Mousse au Chocolat. Kuchen. Zubereitung. 1. Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Die Paranüsse im Mixer fein hacken. Zucker und Butter zufügen und kurz durchmixen. Die Masse in eine Springform, 24 cm 0, geben und gleichmäßig an Boden und Rand festdrehen, unbekanntes Zeichen gehen. 8 bis 10 Minuten im Ofen goldgelb backen. Abkühlen lassen. 2 die Füllung die Milch in eine hitzebeständige Schüssel gießen. Die gelattene Dare unbekanntes Zeichen basteln und 2 Minuten quellen lassen. Die Schüssel auf einen Topf mit heißem Wasser setzen und die Hälfte des Zuckers, das Eigelb und die Schokolade zugeben. Bei geringer Hitze 4 bis 5 Minuten rühren, bis die Schokolade geschmolzen ist. Die Schüssel aus dem Wasserbad nehmen und die Creme glatt rühren. Das Vanillearoma unterrühren. Die abgekühlte Creme abdecken und 45 bis 60 Minuten unbekanntes Zeichen natten kalt stellen, bis sie zu stocken beginnt. 3 die Sahne steif schlagen und unter die Creme ziehen. Das Eiweiß halb steif schlagen, 2 Teelöffel Zucker einrieseln lassen und ganz steif schlagen. Den restlichen Zucker zugeben und alles unter die Schokoladenmasse ziehen. Die Mousse in die Form geben und 3 Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Vor dem Servieren mit etwas Sahne und den gehackten Paranüssen verzieren. Schoko-Karamellkuchen. Zubereitung. 1 für den Boden Mehl und Salz in eine Schüssel sieben. Mit den Fingerspitzen die Butter einkneten, bis die Mischung fein krümelig ist. Eigelb zugießen, nach Belieben Vanillearoma zugeben und zu einem Teig verarbeiten. Den Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und mindestens für 1 Stunden in den Kühlschrank stellen. 2 den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und eine eingefettete Obstkuchen unbekanntes Zeichen formen, 20 cm 0, damit auskleiden. Den Teig unbekanntes Zeichen Boden mehrfach mit einer Gabel einstechen, mit Backpapier bedecken und mit Backbohnen beschweren. 12 bis 15 Minuten blind backen. Backpapier und Bohnen entfernen und weitere 10 Minuten backen. Abkühlen lassen und die Backofentemperatur auf 180 Grad Celsius reduzieren. 3 für die Füllung Schokolade und Butter unterrühren im Wasserbad schmelzen. Glatt rühren und abkühlen lassen. Zucker, Mehl, Vanillearoma und Eier in einer separaten Schüssel vermengen. Die Schokoladen unbekanntes Zeichen Mischung unterrühren. 4 die Füllung auf dem Teigboden verteilen und 50 Minuten backen. Gut auskühlen lassen, dann mit Puderzucker bestäuben. Mit Zimt bestreute Schlagsahne dazu reichen. Schokoladenbeißer. Kuchen. Zubereitung. 1 die Kekse in eine Schüssel geben. Die Butter zerlassen, über die Kekse gießen und gut vermengen. In eine Obstkuchenform, 23 cm 0, geben und gleichmäßig an Boden und Rand festdrücken. 2 für die Füllung Eigelb, Zucker und Speisen unbekanntes Zeichen Stärke in eine Schüssel geben und schaumig schlagen. Die Milch in einem Topf erhitzen. Kurz vor dem Aufkochen in die Eimasse gießen und gut unterrühren. 3 die Mischung in den Topf geben und so lange unterrühren erhitzen, bis eine dicke Creme entsteht. Die Schokolade zufügen und unterrühren schmelzen. Auf den Kuchen unbekanntes Zeichen Boden geben und gleichmäßig verteilen. 4 den Backofen auf 160 Grad Celsius vorheizen. Für das Beißer das Eiweiß in einer großen Schüssel halb steif schlagen. Nach und nach den Zucker einrühren, bis eine steife, glänzende Masse entsteht. Zum Schluss das Vanille unbekanntes Zeichen Aroma einrühren. 5 das Beißer auf die Füllung geben und mit Ei unbekanntes Zeichen nehmen Löffel wellenförmige Muster eindrücken. 30 Minuten backen, bis die Beißerhaube eine leicht goldene Farbe angenommen hat. Noch warm servieren. Pekannuss-Schoko. Kuchen. Zutaten. Für 6 bis 8 Personen einer Portion Mühe bete ich.
SS12, Mehl, für die Arbeitsfläche Butter, zum Einfetten. Füllung. 50 Gramm Butter. 3 EL Kakaopulver. 225 Milliliter Zuckerrübensirup, 3 Eier. 70 Gramm brauner Zucker. 175 Gramm geschälte Pekannüsse, gehackt. Zum Servieren Zimt. Steif geschlagene Sahne. Zubereitung. 1. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und eine eingefettete Obstkuchenform, 20 cm 0, damit auskleiden. 2. Den Backofen auf 190 Grad Celsius vorheizen. Füllt die Füllung, die Butter in einem kleinen Topf zerlassen. Das Kakaopulver hineinsieben und den Zuckersirup einrühren. 3 Eier und Zucker in eine Schüssel schaumig schlagen. Sirup, Muskum und Paranüsse unterrühren. Die Mischung in die Teigform gießen. 4. Den Kuchen 35 bis 40 Minuten backen, bis die Füllung gerade anfängt fest zu werden. Leicht abkühlen lassen, mit Zimt bestäuben und dann warm mit Schlagsahne servieren. Mississippi Mud Pie. Zubereitung. 1. Für den Teig Mehl und Kakao in eine Schüssel unbekanntes Zeichen Seele 7, die Butter zufügen und fernen unbekanntes Zeichen gehen. Den Zucker und so viel Wasser zugeben, dass ein geschmeidiger Teig entsteht. Den Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und 15 Minuten im Kühlschrank kalt stellen. 2. Den Backofen auf 190 Grad Celsius vorheizen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und eine eingefettete Obst-unbekanntes Zeichen Kuchenform, 24 cm 0, damit auskleiden. Den Teigboden mit Backpapier bedecken und mit Backbohnen beschweren. 15 Minuten im Ofen blind backen. Backpapier und Bohnen entfernen und weitere 10 Minuten backen. 3. Für die Füllung Butter und Zucker in einer Schüssel verrühren und nach Eier und Kakao einarbeiten. Die Schokolade im Wasserbad schmelzen und mit Sahne und Schokoladensirup unter die Eimaße ziehen. 4. Die Temperatur auf 160 Grad Celsius reduzieren. Die Füllung in die Kuchenform gießen und 45 Minuten unbekanntes Zeichen backen, bis sie fest ist. 5. Den Kuchen abkühlen lassen. Die Sahne steif schlagen und den Kuchen damit bis 3 unbekanntes Zeichen tschen. Mit Schokoladenraspeln oder Spänen garnieren und servieren.